Hallo, für mein Portfolio würde ich ein bisschen über das Great Barrier Reef erzählen und warum die Reefe so bekannt und berühmt ist und ein bisschen über was man bei der Reefe machen kann. Aber am Anfang, Korallenriff liegt an der Ostküste, an der Ostküste neben dem Bundesstaat Queensland. Es gilt als das weltweit größte Korallenriff mit 2.900 individuellen Riffen und 900 Inseln. Die Riff ist so groß, Astronauten, die im Weltraum sind, können die Riff anschauen. Also das finde ich richtig geil, weil sie so weit weg sind. Das Great Barrier Reef wurde im Jahr 1770 vom britischen Seefahrer James Cook entdeckt und am 26. Oktober 1981 wurde es von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt. Das Great Barrier Reef gehört zu den großen Tourismusattraktionen Australiens und deshalb für alle Touristen steht die Riffe ganz oben auf der To-Do-Liste. Die Riffe ist ganz wichtig für Tourismus in Australien und auch die Wirtschaft. Es gibt so viele Aktivitäten, also Touristen bei der Great Barrier Reef machen können, aber drei, das ich sehr interessant finde, sind Unterwasserwelt beim Tauchen erkunden, Schifftouren durch die Inselwelt und am Traumstrand Whitehaven chillen. Leider würde zwei Drittel den Riff von schwerer Korallenbleiche beschädigten. Der Grund, die beschädigten, ist wegen wärmer Wassertemperaturen. Im Jahr 2016 und 2017, die Korallenbleiche beschädigten, war so schlecht, sind 30% Korallen im Great Barrier Reef getötet. Und das finde ich ein sehr großer Schaden. Würde die Korallenbleiche beschädigten noch 2 Jahre dauert, wird die Great Barrier Reef gestohlen. Die Great Barrier Reef ist ein wunderschönes Naturschauspiel, dass wir uns in Australien sehr stolz sind. Es würde ein richtiger Schade, ob das Great Barrier Reef gestoppt wurde. Also, das ist am Ende. Und danke vielmals und bis nächstes Mal. Tschüss.